Hallo Leute, herzlich willkommen zurück auf The Joecraft und es geht weiter. So, naja, neulich habe ich es dann doch noch hingekriegt, meinen Termin pünktlich einzuhalten, aber jetzt habe ich wieder Zeit und es geht weiter. Wo waren wir stehen geblieben? Ach, hier waren wir stehen geblieben. Und erstmal waren wir da stehen geblieben, das Wetter schön zu machen. Wo ist die Sonne? Hilfe, die Sonne ist weg. Hexerei und da ist die Sonne wieder. Wow! Ja, das sieht gut aus. Es sieht nicht nur gut aus, es funktioniert gut, aber ich meine mich erinnert... Ja, genau, wir waren stehen geblieben bei den Giganten-Ausspuckern. So. Die sollen die Keycard ausspucken, wenn... Question mark. Ach ja, und ich sollte mir vielleicht noch ein bisschen Platz lassen hier. Weil wir müssen ja noch einen Fahrstuhl bauen, das dürfen wir auch nicht vergessen. Der am Turm nach oben fährt. Oh ja, gut, dass ich da jetzt auch so dran denke. Wir müssen ja noch einen dritten Fahrstuhl haben. Der dritte Fahrstuhl fährt den Turm dann nach oben. Na, wo ist er denn? Jetzt bin ich gerade ein bisschen verpeilt. Da, Obsidian. Wir müssen noch einen Fahrstuhl einkalkulieren, der dann hier entlang hochfährt. Aber das kriegen wir, glaube ich, hin, wenn wir es so machen. Okay. Und da müssen wir jetzt natürlich auch aufpassen, hier unten, dass wir da keinen Fehler haben. Wo die anderen beiden Fahrstühle ankommen, die Eingangsfahrstühle. Und dann ist ja quasi hier, geht es dann rein in die Lobby des Bunkers und hier soll nochmal eine Sicherheitsschleuse reinkommen. Also die Sicherheitsschleuse ist nicht oben, oben sind nur die Fahrstühle, um runterzufahren. Hier unten ist nochmal die richtige Sicherheitsschleuse, durch die man dann in den Bunker tatsächlich reinkommt. Deshalb kann dieser erste Bereich auch nicht, muss nicht mit Bedrock abgedeckt werden. Die dicke Bedrock-Wand kommt dann quasi hier so, weil da ja erstmal die Sicherheitsschleuse kommen soll. So. Der erste Bereich oben ist erstmal dann für ja, die anderen Sachen, um sie mal erstmal so zu betiteln. Also, wir dürfen nicht vergessen, dass da tatsächlich noch ein Fahrstuhl an der Stelle runterfahren soll, beziehungsweise hochfahren soll, der dann auch nochmal hier unten irgendwie anhalten soll. Das ist auch nochmal eine Sache. Wir lassen ihn nicht weiterlaufen als hier. Hier ist dann Schluss. Das heißt, der Fahrstuhl muss dann auch irgendwo hier stoppen. Hier können wir aber ein anderes Design verwenden. Zumindest hier können wir das Design ein wenig ändern. Ja, machen wir. Bei dem Fahrstuhl können wir das Design nämlich so abflachen, dass wir ein bisschen mehr Platz nach unten haben. Aber was ich genau damit meine, werdet ihr gleich sehen. Was ich damit aber erstmal meine, ist erstmal, dass wir diese Wand mit einkalkulieren müssen, die den Fahrstuhl nach oben bringt. Beziehungsweise auf dem der Fahrstuhl nach oben fährt. Das ist auch nur ein Monofahrstuhl, denn also ein einziger Fahrstuhl, aber der wird auch nicht so häufig benutzt. Es sei denn, ein Spieler möchte gerne nach oben zur Aussichtsplattform des Turmes und natürlich von oben sich das Ganze mal ein wenig angucken. So. Dann müssen wir noch die Sicherheitssysteme bauen. Ich habe gesagt, es soll ein Alarm ausgelöst werden. Sollte hier was schief gehen im Turm. Auch diese ganzen Sachen gilt es im Nachhinein noch zu tun. So. Jetzt müssen wir noch eben die Keykartenmaschine weiterentwickeln. Wir haben den Redstone-Block immer auf der linken Seite. Und sobald der Redstone-Block quasi... Ja, das ist eine schlechte Idee. Das ist nicht so gut. Wann aktiviert sich dieses Ding? Wäre wieder geschickt, wenn wir das tatsächlich auch nochmal mit einem Redstone-Block lösen könnten. Aber, soweit ich weiß, geht das nicht. Wir können nicht einen Redstone-Block hier hinpacken. Das wäre zu viel. Weil der Fahrstuhl schon maximale Traglast hat. 4. Ich kalkuliere gerade hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Genau. Hier einen Redstone-Block hinzupacken, würde nichts bringen. Würde auch nicht funktionieren. Aber wir haben immer noch den Redstone-Block auf der Seite hier, der immer noch hier was schaukeln könnte. Der könnte nämlich noch einen Spender hier aktivieren. An der Stelle. Der würde auch nicht durch Strom oder Ähnliches aktiviert werden. Der würde so aktiviert werden, über den Redstone-Block. Und sobald er dann da ist, soll der Spender ein Output geben, und zwar an der Stelle hier. Und das müssen wir auch wieder sehr kompakt lösen. Trichter können auch nicht verschoben werden, ne? Ja, ne, das müssen wir so lassen. So, der Output ist also hier. Soll aber auch nicht in die Quere kommen. Geht hier hoch in die Fackel hier. Und geht dann quasi hier zu dem Spender hin. Die Frage ist natürlich, ob das jetzt reicht. Machen wir Folgendes.
So, erstmal so. Was ich jetzt mache, ist folgendes. Ich setze jetzt eine Fackel hin und zwar setze ich die Fackel hier hin und sorge dafür, dass der rechte Fahrstuhl immer unten bleibt. Der wird jetzt immer unten bleiben. Es wird nun immer der Fahrstuhl zurück nach oben fahren. Aber an dem Fahrstuhl testen wir den ganzen Spaß jetzt und gucken mal, was passiert. Schnappen uns eine Keykarte von hier. Schmeißen Sie im Fahrstuhl rein und gucken mal, was passiert. Also die Keykarte wandert jetzt Seelenruhe da unten hin. Genau, sie ist jetzt drin in dem Ding. Und wann aktiviert es? Jetzt aktiviert er sich. Aha. Okay. Also er aktiviert sich, wenn der Fahrstuhl genau da vorbeifährt. Jetzt möchte ich das noch eben optimieren, indem wir zwei Repeater hier reinpacken. Wunderbar. Und schon ist der Technikaufbau fertig. Das heißt, jetzt kriegt man die Keykarte auch immer schön brav zurück. So, ich packe mir nochmal einen ins Inventar und die andere kommt weg. Und wir sehen, ich gehe in den Fahrstuhl rein, schmeiße die Keycard rein und der Fahrstuhl setzt sich in Bewegung. Und ich kriege die Keycard jetzt wieder. Wundervoll. Das System ist gut getimed und funktioniert. Ich kann den Fahrstuhl ganz in Ruhe verlassen und der Fahrstuhl wird sich jetzt gleich wieder auf den Weg nach oben machen. So soll es sein. Und jetzt entlocke ich den Fahrstuhl, sodass auch mal der rechte Fahrstuhl wieder nach oben fahren kann. Denn nun müssen wir genau das gleiche auch nochmal im rechten Fahrstuhl bauen. Und wir sehen, das hat jetzt gerade wunderbar funktioniert. Und weil das so wunderbar funktioniert hat, bauen wir die gleiche Technik nochmal ein. In den rechten Fahrstuhl einfach spiegelverkehrt eingebaut. Das ist dann wieder ganz leicht. Und wir haben die Fahrstühle dann zu 100% abgehakt. Wow. War aber auch ein bisschen Arbeit, die Fahrstühle zu bauen, um ehrlich zu sein. Aber sie tun das, was sie sollen. Brillant. Oh, auf welcher Höhe war das nochmal? Auf der Höhe. Also hier. Und dann fehlt uns noch ein Trichter im Inventar. Here we go. So. 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 Und das Witzigste dabei ist, diese gesamte Technik ist nach wie vor spiegelverkehrt. Hätten wir das nämlich so gemacht, wie ich es anfangs vorhatte, dass wenn man hier auf den Knopf drückt, um loszufahren, fährt der rechte runter, dann wäre die Technik immer spiegelverkehrt gewesen. Die gesamte Technik ist spiegelverkehrt gebaut. Mit diesem einen Trennglied in der Mitte, welches quasi guckt, ob beide Fahrstühle unten sind. Das ist schon echt, die Technik ist schon echt sehr gut entwickelt hier. Ich muss sagen, das hat sich gelohnt, die Fahrstühle zu bauen. So, natürlich nochmal ganz kurzer Test. Also Bunker-Keycard eingelesen und der Fahrstuhl setzt sich auch schon prompt in Bewegung nach unten. Da sollte man nicht reinlaufen. Man kommt unten an, zack, die Sicherheitsmechanismen greifen, die Tür hier schließt sich. Und der andere Fahrstuhl fährt nach oben. So. Und wir werfen mal hier kurz eine Keycard rein. Moment, das war keine Keycard. Oh Gott, ich hätte jetzt den Alarm ausgelöst. Also normal, wir werfen auch nochmal hier die Keycard ein. Zack. Türen schließen sich, Fahrstuhl setzt sich in Bewegung und fährt nach unten. Wir kriegen die Keykarte wieder. Na ja, gut, wir hätten sie wieder bekommen. Irgendwas hat da gerade nicht ganz funktioniert. Ach, Moment mal kurz. Was passiert, wenn ich den Fahrstuhl nach oben schicke? Ich merke doch, wir sind doch nicht fertig, denn jetzt sind beide Fahrstühle oben. Autsch. Moment, das ist nicht so gewollt. Jetzt sind beide Fahrstühle oben. Oh. Oh, wir müssen doch noch gleich ein bisschen was bei der Technik doch noch ändern. Wir sind doch nicht ganz fertig. Da ist doch noch, vielleicht haben es einige von euch gemerkt in den Kommentaren. Ich kann noch nicht auf die Kommentare eingehen, weil ich aktuell das alles noch in einem Block aufnehme und noch ein bisschen in der Vorbereitung der Aufnahme bin. Die öffnet sich ein bisschen spät, finde ich, aber egal. Ich finde es am klügsten, das hier abzureißen. Und hier nichts reinzubauen. Dass wir nur wirklich einen Block haben, der den Spieler blockiert, da reinzugehen, ne? Und den Block machen wir dann, nehmen wir mal einen anderen Block. Und zwar können wir auch hier einen Zaun oder so hinpacken. Oder Glasscheibe zum Beispiel. Irgendwas, was verhindert, dass der Spieler da unten reinfällt. Ich finde, Glasscheibe ist ein bisschen cooler. Okay. Also tatsächlich ist noch ein kleiner Fehler drin und zwar hier können wir das tatsächlich so machen, wie
wie ich. Ich sagte ja gerade, die Technik ist spiegelverkehrt. Jetzt machen wir das nicht mehr, dass die Technik nicht mehr spiegelverkehrt ist. Jetzt machen wir es tatsächlich so, dass wenn der Fahrstuhl startet, automatisch der andere losgeschickt wird und dann genau das gleiche wieder andersherum. Also können wir hier das Signal abzweigen. Sobald der Fahrstuhl nämlich hier startet, geht ja die Fackel aus. Beziehungsweise die Fackel geht an. Moment, wir müssen noch bedenken, dass hier müssen wir den Platz hier noch ein bisschen lassen. Nee, doch, Moment. Das ist doch noch ein bisschen komplizierter als erwartet. Also, schauen wir mal. Wir machen das von hier. Um den Fahrstuhl hier oben in Betrieb zu nehmen, müssen wir hier ein Signal reinsetzen. Hier. Ich weiß nicht, was der Kolben da macht. Der hat keine Aufgabe. Obwohl, der hatte mal eine Aufgabe. Wie der hier auch. Aber die müssen wir auch wieder abreißen, okay? Also, sobald der Fahrstuhl links unten losfährt. Hier Signal. Dass der hier unten losfährt, erkennen wir hier ran. Wenn ich losfährt, geht das hier aus und dann arbeitet sich quasi diese, ja, müssen wir es einmal kurz so hocharbeiten lassen. Also, tak, tak. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie das jetzt genau gedacht ist. Der Fahrstuhl rechts unten ist da, ne? Ihr seht, der leuchtet und wenn er da ist, das heißt quasi, wenn er losfährt, dann geht die quasi an, diese Fackel. Wenn die angeht, brauchen wir ein Strom-Blinksignal, welches wir wieder hier mal erstellen, indem wir so einen Pulsgenerator hier einbauen, der erzeugt uns wieder unser gutes altes Blinksignal, welches wir ja schon tausendmal hier benötigen und schickt dann den anderen Fahrstuhl hoch. Das heißt, wir müssen es einmal so kreuz verkabeln. Und solche Kreuzverkabelungen mag ich nicht, um ehrlich zu sein, aber wir müssen es tun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11. Das heißt, sobald jetzt der eine Fahrstuhl startet, geht der andere Fahrstuhl nach unten automatisch. Ist das so richtig überlegt? Ich glaube, es braucht auch nur so zu sein, weil es sonst keine Möglichkeit gäbe, mehr beide. Nee, doch, nein, Moment, muss doch kreuzverkabelt werden. Also, ich drücke zum Starten, der Fahrstuhl fährt nach oben und der andere müsste jetzt automatisch nach unten fahren. Jupp, der fährt automatisch nach unten. So. Und wenn es andersrum ist und hier oben der Fahrstuhl gestartet wird, dann fährt der andere, also wenn der obere Fahrstuhl hier gestartet wird, so, dann fährt er erst nach unten und dann fährt der andere nach oben. Tschück, die Tür geht auf, die Tür geht zu und der Fahrstuhl fährt ab. Nach oben. Es gibt kleine Ruckler, wie ich gerade merke. Hat ein bisschen was mit dem Lichtverhältnis zu tun. Diese Ruckler werden sich jetzt beheben durch eine ganz einfache Sache, die ich jetzt mache. Und zwar hier sowas draufzusetzen. Dadurch beheben sich nämlich alle Lichtruckler in diesem Tunnel. Und ich werde das einmal komplett zubauen, dass wirklich keine Chance für das Licht besteht, da durchzukommen. Also einmal mit Zement einbasteln. Mit Beton, um genau zu sein. Zement ist ja das Pulver, ja. Okay, eine letzte Kabelverbindung müssen wir noch ziehen. Und zwar von nach hierhin von der anderen Seite. Also quasi von hier. Kommend von da, da rein. Jetzt nach oben geführt. Können wir einfach genauso führen wie die andere. Wir schauen mal ganz kurz. Die ist jetzt an, weil, Moment, der linke Fahrstuhl ist abgefahren. Genau, alles gut. Dann hat es Richtigkeit, dass die Lampe an ist. Uiuiuiui. Das muss man auch einmal alles gut durchdenken. Also, der Spender muss jetzt einmal kurz geentbuddet werden. So. Weil der Spender wusste noch nicht, dass er aktiv war. Und ich habe jetzt gerade einen Block an den dran gebaut, wodurch ich diesem Spender erklärt habe, hey, du bist aktiv, vergiss das nicht. Und der Spender so, oh ja, danke, dass du es sagst. Gut, ich hätte es nicht gewusst. So. Und
jetzt noch einmal ein anderes Kabel auf genau die andere Seite gelegt, welches dann hiermit verbunden wird und schon ist der Spaß auch schon fertig. Jetzt natürlich noch die Redstone-Leitung korrekt verlegen, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, schwupp, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und ein letztes Mal und dann haben wir es auch geschafft und wir schicken jetzt den Fahrstuhl auf der linken Seite nach unten, wodurch der Fahrstuhl auf der rechten Seite nach oben fährt. So, und was ist, wenn ich jetzt den Fahrstuhl starten würde? Dann wird der andere Fahrstuhl, der muss ja erst garantiert oben sein, bevor das hier passiert. Also muss ich garantiert hier nochmal einen Sicherheitsmechanismus einbauen, der quasi nochmal hier eine kurze Verzögerung reinbringt. Damit der Fahrstuhl wirklich in Ruhe nach oben fahren kann, dass wirklich absolut keine Chance für Fehler besteht. Denn jetzt müsste das Ding zu 100% sicher sein. Also, ich guck mal nach. Also, wir starten den Fahrstuhl hier und gehen ganz schnell hier raus. Zack, der Fahrstuhl startet. Der andere Fahrstuhl müsste jetzt nach unten fahren. Man merkt schon, dass es hier leichte Frame-Drops gibt. So, da ist der andere Fahrstuhl. Und jetzt bin ich mal gespannt. Denn was wäre, wenn ich jetzt den Fahrstuhl hier nach unten schicke? Der Fahrstuhl fährt nach unten, wodurch ja der andere Fahrstuhl wieder nach oben fährt, ne? Der ist jetzt nämlich unten angekommen, der andere Fahrstuhl fährt jetzt nach oben, aber ich schicke den hinterher. Ich schicke jetzt quasi beide nach oben. Sollte durch meine Fehlerverhinderung genau vermieden werden, dass der Fahrstuhl Probleme macht. Nein, es funktioniert wunderbar. Ich glaube, ich sollte die Fehlerverhinderung immer noch ein bisschen weiterführen. Auf volle Breite, dass es einfach keine Chance gibt, dass der Fahrstuhl genug Zeit hat, um komplett so durchzukommen. Ja, das ist es. Jetzt ist das System Fahrstuhl beendet und fertig und wir können uns nochmal die letzten Minuten in diesem Part nochmal mit der Dekoration in der Eingangshalle beschäftigen, die irgendwie ja nochmal runddynamisch schön gebaut werden soll. Nein, wir müssen jetzt gucken, was passiert, wenn der Alarm ausgelöst wird. Habe ich gesagt, es soll was passieren, wenn Alarm ausgelöst werden wird. Dann soll natürlich nochmal irgendwie was kommen. Ja, und jetzt müssen wir erstmal gucken bei den Fahrstühlen. Ich würde ganz gerne hier so ein Eingangsschild reinbauen, was man ja theoretisch machen könnte. Weil es Bilder. Ich könnte mit Itemframes arbeiten. Und hier was hinhängen. Theoretisch. Bin ich aber nicht so gut. Wie kriege ich diese Wand jetzt nett dekoriert? Gar nicht. Einfach zumachen. Aber die Fahrstühle müssen ein bisschen netter abgehoben werden vom Rest hier. Sind ja recht wichtig. Nein, nicht mit denen hier. Die sehen nicht so cool aus, wie ich finde. Da muss man irgendwas anderes bauen. Irgendwie ein bisschen veredeln, die Fahrstühle. Also diese Rahmen hier. Die Türrahmen der Fahrstühle. Und eventuell auch noch ein paar andere Kleinigkeiten. So, erstmal Türrahmen veredeln. Da muss ich jetzt auch nochmal überlegen. Unten habe ich Holz genommen, ne? Holz sah ja nicht schlecht aus. Vielleicht nehme ich sogar auch hier einmal Holz. Auch wenn ich ja den Turm gerne Holz vermeiden möchte, aber für die Fahrstühle ist das, glaube ich, in Ordnung, wenn ich da Holz verwende. So. Und auch hier wäre es natürlich als nettes Detail schön, wenn man diese Lampe hier einbauen könnte. Frage, ist das möglich oder ist die Technik hier zu knapp begrenzt? Nein, ist ja eigentlich müsste es möglich sein, die Lampe hier leuchten zu lassen, wenn der Fahrstuhl da ist. Ne, ist ein nettes Detail, ich finde, worauf ich ungern verzichten möchte. Also bauen wir mal hier. Also ihr seht alle, wie dünn die Decke hier ist. Ich meine, man könnte sich einfach nach unten buddeln. Alles sehr knapp bemessen hier. Okay, das können wir, pass auf, das können wir so ganz, machen wir ganz geschickt. Guck mal, ob ich das tatsächlich so ganz geschickt hinbekomme, wie ich es gerade sage. Aber ich glaube ja, das geht sogar ganz geschickt. Wenn wir nämlich jetzt hier Redstone hinsetzen und hier einen Kolben so hinsetzen, dann ist die Lampe aktuell aus, weil die Tür zu ist. Während hier die Fackel dadurch ausgemacht werden müsste, weil die Tür
Also, wenn so, so, okay. Jetzt die Technik ist so gut gebaut, dass das einfach mit der Tür integriert ist. Wundervoll. Seht, jetzt ist die Lampe nämlich an, wenn der Fahrstuhl oben ist. Die Lampe geht aus, wenn der Fahrstuhl nicht mehr oben ist. Cool. So, ich kreibe mir nochmal kurz einen Bunker-Keycard. Dankeschön. Und fahre mit der Bunker-Keycard nun nach unten. Zack. Und schwupp, schon setzt sich der Aufzug in Bewegung. Ich kriege meine Bunkerkarte wieder zurück. Okay. Heißt, der Aufzug funktioniert, was das angeht, wunderbar. Aber nein, ich bin jetzt ein Arschloch und fahre direkt wieder nach oben mit dem Fahrstuhl. Sollte dem System kein Problem machen. Der andere Fahrstuhl auf der oberen Seite sollte jetzt automatisch wieder nach unten fahren. Bin mal gespannt. Ja, der ist automatisch wieder nach unten gefahren. Ihr seht, da fährt er gerade nach unten. Sieht gut aus. Und auch den Fahrstuhl hier unten schicken wir mal kurz nach oben, wodurch der andere nach unten fahren sollte. Das heißt, wir sehen nochmal hier oben kurz, sind wir oben an der Kanzel quasi. Und da fährt der eine runter und der andere kommt an. Ziemlich gut getaktet, sehr gut zeitlich eingestimmt. So, und wir stecken den hier auch nochmal dann in die Keykarte rein, um natürlich auch nochmal hier zu überprüfen, ob wir die Keykarte auch wirklich ordnungsgemäß zurückbekommen. Und nein, wir haben die Keykarte nicht bekommen. Warum? Sie bleibt hier drin liegen. Ach, schon mittlerweile zwei haben wir da drin verscherbelt. Warum wird die nicht getriggert? Ach so, hier, Moment, nein, nicht ach so. Ich wette, hier fehlt einfach das Item. Ich habe vergessen, das Item hier reinzustecken. Stimmt's? Ja, yep, ich habe einfach vergessen, hier ein Item reinzustecken. Ah, sowas hatte ich mir schon. Sowas in der Art hatte ich mir schon gedacht. Also auch nochmal den Fahrstuhl hier nach oben schicken und nochmal einmal mit einer Keykarte das Ganze zu guter Letzt überprüfen. Eine Keykarte kommt hier wieder zurück, die andere kommt auch zurück. Moment, haben wir genug. Den brauche ich nicht. Die Originalpads habe ich irgendwie gar nicht richtig verwendet. Don't hate me for that. Okay, und ab die Post geht es nach unten. Richtung Lobby des Bunkers. Und da kriege ich auch die Keykarte. Wundervoll. Zack, und da kommen wir an. Und bin draußen und das Glas steckt sich auch hier hin, dass ich hier nichts, dass nichts passiert. Und wir sind hier unten angekommen, in der wunderschönen Lobby, die ich auch nochmal nett nachher designen soll. Also, das ist schon mal der Eingang in den Bunker herein, so wie ich ihn mir vorgestellt habe. Ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Und im nächsten Part beschäftigen wir uns dann mal mit dem Turm. Ciao, Leute.